Ganz sicher treffen Pandemien nicht alle gesellschaftlichen Gruppen gleich. Ähnlich wie bei Naturkatastrophen wie Erdbeben oder Hurricanes, von denen man glaubt, dass sie der Natur eben entstammen, dass sie nichts mit einem gesellschaftlich vorgeprägten Zusammenhang zu tun haben, sind Pandemien aber trotzdem Krisenmomente. Das heißt, als Krisenmomente wirken sie wie ein Vergrößerungsglas, das bestehende Ungleichheiten offenlegt und zum anderen vielleicht auch noch verschärft. In diesem Falle hängt es auf einmal sehr von der gesellschaftlichen, von der ökonomischen, gesellschaftlichen Lage ab, wie man von der Pandemie getroffen wird. Hat man beengte Verhältnisse, in denen man wohnt? Hat man die Möglichkeit, sich anders krank zu versichern? Ist man überhaupt krankenversichert, ist die Frage in manchen Ländern. Hat man die Möglichkeit, bei wochenlangen Ausgangsbeschränkungen einen Balkon zu betreten oder gar einen Garten? Von diesen Ungleichheiten und von diesen unterschiedlichen Lebensbedingungen sind nicht alle gleichbedeutend, aber im Falle einer Pandemie, im Falle einer Infektionsgefahr sind sie ausschlaggebend bis zu lebenswichtig, ob man sich aussuchen kann, in welchen Zuständen man lebt. In den USA, wo sich die Frage nach der Krankenversicherung überhaupt stellt, wo viele am Anfang der Krise sich überhaupt nicht leisten konnten, sich testen zu lassen, ist der Anteil derer, die von der Pandemie betroffen wurden, die infiziert wurden, bei der afroamerikanischen Bevölkerung um ein Vielfaches höher als bei der sogenannten weißen Bevölkerung, aber auch bei den Latino-Vierteln, also in den Vierteln gerade in New York, was am stärksten betroffen wurde. Diejenigen, die in diesen Vierteln leben, sind meist die an der Frontline genannten Busfahrer, Busfahrerinnen, Dienstleistungspersonal, Supermarktkassiererinnen und so weiter, die tagtäglich dem Virus ausgesetzt wurden, ohne die Möglichkeit eines Rückzugs zu haben und teilweise auch ohne die Mittel zu haben, sich krank zu versichern oder bei einer Erkrankung für den Krankenhausaufenthalt. In dieser Situation fing es schon damit an, dass eine Ausnahmeregelung getroffen wurde für Erntehelferinnen, speziell um die Spargelernte, aber auch die Erdbeerernte zu retten. Die Tatsache, dass eine Ausnahmeregelung geschaffen wurde, hat etwas damit zu tun, dass in einem Ausnahmezustand Ausnahmeregelungen noch zusätzlich diese bereits angesprochenen bestehenden Ungleichheiten verstärken. Wenn man bei geschlossenen Grenzen eine Ausnahmeregelung trifft, um bestimmte Arbeitsgruppen ins Land zu lassen, heißt es automatisch, dass diese Gruppe weniger geschützt wird. Deshalb hat zum Beispiel auch die Regierung Bulgariens das Angebot Deutschlands gleich abgelehnt. In Rumänien ist die Armutsgefährdung bei über 23%. Das heißt, sehr viele Menschen haben zum Beispiel bis im Jahr 2017 weniger als 3 Euro am Tag verdient. Das macht auch weniger als 974 Euro im Jahr. Das sind natürlich ganz andere Bedingungen als die mit einem Mindestlohn von 9,35 Euro in Deutschland. Das ist eine Bedingung, die es attraktiver macht, wenn sie denn eingehalten worden wäre. Das ist sie leider aber nicht. Da sind aus meiner Sicht beide Gesetzgebenden verantwortlich. Das heißt, in dem Falle rumänischer Arbeiterinnen hätte auch der rumänische Staat mehr tun müssen, um die Bevölkerung zu schützen. Da ist auch der rumänische Botschafter deshalb in Kritik geraten. Aber natürlich auch eine Gesetzgebung, die es zulässt, dass ausländische Arbeitnehmerinnen schlechtere Bedingungen erfahren, ist sehr dafür verantwortlich. Bei den Bauern muss man dazu sagen, dass es große Unterschiede gibt. Manche haben sich sehr dafür eingesetzt, dass die Arbeiterinnen geschützt werden, manche eben die Situation ausgenutzt, sodass es zu diesen Zuständen kam.
Es ist, wenn Sie mich fragen, ethisch nicht vertretbar, aber zumindest sollten wir darüber sprechen, dass es ethisch problematisch ist. Wie gesagt, wenn man in einer Ausnahmesituation Ausnahmeregelungen schafft, dann setzt man eine bestimmte Bevölkerungsgruppe größeren Risiken aus. Das heißt, diese Situation ist nicht nur eine ethische Frage, die es abstrakt zu beurteilen gilt, sondern es ist eine gezielt politische Entscheidung.